Anderes kleines Erlebnis auch kurz danach war, es kam ein Kunde rein, der hatte sich die Mühe gemacht und der konnte das auch. Der hat sein Girokonto nachgerechnet und ob die belasteten Zinsen und Kosten, ob das korrekt war. Das kann man also tatsächlich per Hand, das habe ich auch noch gelernt, ja, also nicht hier mit Computer und so. Und er hatte tatsächlich richtig gelernt, er hatte, glaube ich, zu seinen Gunsten irgendwie 12 Mark, hatte die Bank ihm zu viel berechnet. Frau Pfeiffer wieder geholt, dann gesagt, Frau Pfeiffer, was machen wir denn jetzt? Ja, sagen Sie dem Kunden, das berücksichtigen wir im nächsten Quartalsabschluss. Habe ich dem das gesagt, der machte sich wirklich von dann und dann war er raus und dann fragte ich Frau Pfeiffer wieder und sagte, Frau Pfeiffer, was soll ich denn jetzt machen? Och, das merkt er gar nicht, das schwand weg. Aber andersrum, wehe, Sie schulden der Bank auch nur einen einzigen Cent. Ja? Da wird alles in Bewegung gesetzt. Ja, also wird wirklich, da werden Rechtsanwaltskosten zur Not von einigen hundert oder tausend Euro, ja? Nur damit die Bank diesen einen Cent kriegt. Ja? Aber zum Thema Bank und Bankkaufmann kommen wir nachher noch.